to the Boy presents World of Goo. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test World of Goo. So, ich habe mir mal erstmal die Demo runtergeladen, um zu sehen, wie das Spiel eigentlich so ist. Und ich dachte mir, ich zeige das euch gleich mal. Und wir beginnen im Sommer. Ich habe schon mal zwei Level gespielt. Nicht wundern, ihr fangt hier an in diesem wunderschönen Level. Und haben dann so kleine Goos hier, die immer entlang dieser Strecke wandeln. Und mit diesen Goos kann man dann Strukturen bauen. Und die müssen alle dann immer zu diesen Rohren hinaufwandern. Und man sieht dann, sie wandern dann von unten nach oben. Und wenn es in gewissen Reichweite ist, kann man sie quasi hineinziehen. Und da gucken sie uns süß an. Juhu, geschafft. Kriegen wir schon Applaus für das erste Level. Wunderbar. Dann geht es natürlich gleich weiter mit dem zweiten Level. Da schlafen einige von diesen kleinen Goobällen. Und wir müssen hier drüber. Und hier haben wir ein Schild. From across a small divide, another mysterious pipe appeared up in the sky. Also, über die Schlucht plötzlich ein anderer, ja, erschien plötzlich eine andere Pipeline und es ist offen und sieht warm und einladend aus. Die Goobälle wunderten sich und fragten sich, wo es dort wohl hingeht. Design Painter, der Schildermaler. Okay, gut, wissen wir da Bescheid. Tja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich hatte es zwar schon, aber ich kann mich da jetzt gerade leider nicht mehr dran erinnern. Es war gestern noch schon so spät. Juhu, sagen sie, ne? Uiuiui, das sieht etwas instabil aus. Gucken. Das müsste man dann abstützen können. Ja, das funktioniert. Hier unten schläft noch einer. Der soll auch mal auch mit hier hochkommen. Dann müssten wir sie eigentlich alle rein. Man sieht hier unten immer, wie viele man haben muss, damit es dann klappt, das gesamte Level. Und wir haben 14 von 8. Das sieht doch ganz gut aus. Wird wahrscheinlich später dann nicht mehr so schnell funktionieren. Aber das werden wir ja sehen. Hui! Flupp. Und da geht's für uns. Den Ausfluss, den Ausguss hinunter. Hang low. Low Rider, sag ich dazu nur. Oh, weiße Bälle. This cave looks like it's been undisturbed for thousands of years. Diese Höhle sieht aus, als wäre sie seit tausenden von Jahren unberührt, ungestört. Bis jetzt. When the pipe broke through the ceiling above, the sunlight must have blinded these rare albino goo balls. Also als diese Pipeline durch die Wand gebrochen ist, muss sie geblendet haben, diese albino goo Bälle. They didn't seem to notice when it began to snow. Es scheint so, als hätten sie nicht gemerkt, wann es, dass es zu schneien begann. Maybe they would wake up if they had something to jump onto. Also wahrscheinlich wachen sie auf, wenn sie etwas haben, worauf sie springen können. Design Painter. Das heißt, wir müssen uns quasi nicht direkt zum Rohr sofort hocharbeiten, sondern wahrscheinlich, also bis hierhin war ich noch nicht gekommen. Das habe ich noch nicht gemacht, das Level. Aber ich schätze mal, wir müssen diese kleinen Goobällchen hier erwecken, indem wir die anderen kleinen Goobällchen in die Nähe bringen. Hep. Ja, klettert fein hoch, meine fleißigen kleinen Goobälle. Klettert hoch. Komm,
Man kann die auch so ein bisschen anstupsen, dass sie dann schneller den Weg finden. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. Hat so ein bisschen was von Bridge Builder, bilde ich mir gerade ein. Bild ich mir gerade ein, Bridge Builder, ne? Ein Wortwitz. So. Hey, du kleiner Gubal, komm her. Oh, es neigt sich. Ui, Glück gehabt. Das hätte auch ins Auge gehen können, in das kleine Albino-Auge. Aber wir waren ganz gut, sehe ich gerade. 16 von 8. Das sieht auch sehr schön aus, wie so eine kleine Blume aus Goo. Und es steckt natürlich auch eine Story dahinter, die sich dann nach und nach aufbaut. Da müssen wir schauen, ob wir der Story folgen können. Beziehungsweise wie lange die Demo denn eigentlich funktioniert. The Crown Shakes. Crumble, crumble, crumble. World of Goo Corporation. Trademark. Now open. Und was es mit der World of Goo Corporation auf sich hat, werden wir wahrscheinlich später erfahren. Shopping! Einkaufen ist unlocked. Okay, da sind wir natürlich mal sehr gespannt, was es mit der World of Goo Corporation auf sich hat. Haben wir natürlich wieder mal ein Schild, wie man sehen kann, und sehr viele kleine Goo-Bälle. The Goo Worlds were excited to explore the mysterious pipe system. Die Goo-Bälle wollten das Rohrsystem erkunden, das Mysteriöse. Even at Mithras, was traversing ridiculously convert town. Also wir müssen dieses seltsam aussehende Terrain passieren. One of the Goo Balls seemed to say that he felt like an Armadillo Moo. Okay. Love the mysterious sign painter. Schon wieder der mysteriöse Schildermacher. Und hier sieht es so aus, als dürfte man nicht rankommen. Hui! Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die kleinen Goo-Bällchen sterben, wenn sie an diese... Ui. Ja, wenn sie an diese netten, scharf aussehenden Dinger herankommen. Ich würde sagen, Kreissägeblätter sind das wahrscheinlich. Nein, geh nicht! Wo wollt ihr denn hin? Pop Time Bug back in time by one move. Aha! Ah! Nice! Also wenn man diese kleinen Time Bugs anklickt, kann man sozusagen einen Schritt zurückgehen. Na, ich wollte eigentlich eine Verbindung hier zwischen schaffen. Also es wird wohl etwas schwieriger werden, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hat auf jeden Fall schon eine ganz schöne Kapazität erreicht. Und es wird einfach nicht höher, es kippt einfach nur um. Scheiße, da bin ich oben dran gekommen. Nah. Es ist nicht sehr stabil. Nein! Es ist schon wieder abgekippt. Und wir müssen sage und schreibe 26 von diesen Goo-Bällen sammeln. So, da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich lasse die jetzt einfach da unten. Sollen sie sich doch in ihrem kleinen Teich versammeln? Kleinen Viecher.
Nein. Oh. Und man darf nicht, also man kommt nicht über die Hindernisse und darf sie auch nicht in diese Sägeblätter rein fallen lassen. Wie wir gerade gemerkt haben. So, und langsam gehen wir auch die kleinen Gubälle aus. Nein, ah, ich komme mit diese Kreissäge-Dinger rein. Oh. Also das geht nicht die Verbindung hier zu halten. Oh nein. Oh doch. Das scheint zu gehen, aber es wird sehr knapp. Sehr, sehr knapp sogar. Und ich glaube nicht, dass wir 26 schaffen. So, naja, wenigstens haben wir es erstmal nach oben geschafft. Auch wenn es nicht 26 geworden sind, müssen wir das Level leider nochmal machen. Naja. Aber wir wissen jetzt auch, was diese Timebugs sind. Man kann die aber auch nicht einfach wieder ploppen lassen, dass es dann wieder zu Gubeln wird. Naja. Retry. Es gibt sicherlich auch einen Weg, ohne dass man dann in diesem Teich landet. Die Musik ist sehr lustig. Ah, das wippt immer so hin und her. Ich denke mal, das ist die Schwierigkeit bei dem Ganzen, dass es immer so hin und her wird. Kann man das Ganze ein bisschen stabilisieren, indem man hier unten einfach ein... Eher schwierig. Möchte ich behaupten. Nein! Ah. Sehr, sehr instabil. Sehr, sehr instabil, wie ihr merkt. Und hier wird es dann wieder etwas schwerer und zieht nach unten das Ganze. Uiuiui. Nein! Fast. Ach, hör doch auf. Nein! So kann man auch seine Gubälle loswerden, indem man sie einfach mal wahllos opfert. Das Ganze ein bisschen stabilisieren kann. Jetzt hör doch auf, hier umzuschaukeln. Nein. Na! Na! Und dann macht er blech, macht er da. Blech. Jetzt sei doch mal artig. Durch dieses Hin- und Hergeschaukel kriegt man die auch ganz schwer unter Kontrolle.
Naja, wenigstens haben wir jetzt hier oben schon mal wieder einen Übergang geschafft. Ah. Das sieht schon etwas, und ich sage nur etwas besser aus als vorhin. Oh, und den einen natürlich, den kriegt man wieder nicht, oder? Von 26 haben wieder zu viele geopfert. Also das ist dann wahrscheinlich so eins der Level, wo man dann dran langsam verzweifelt. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Come on! Ja, vielleicht können wir hier so eine Abstützung machen, dass es etwas stabiler wird. Nicht runterfallen. So, dann stützen wir das Ganze etwas ab. Und von hier unten scheinen auch ab und zu mal ein paar Gubbälle hochzuspringen. Oder fallen die ja einfach runter. So, jetzt bauen wir das Ganze mal mit etwas mehr System. Gibt es übrigens auch für Nintendo Wii mit dem Controller, macht das bestimmt auch viel Spaß. Also man merkt schon, wenn man das Ganze unten etwas stabilisiert hat, wird die Sache auch etwas stabiler. Kann man... Huch! Nein! Ja, man muss immer um diese Dinger drumherum gehen. Sonst sterben einem die kleinen Gubälle hier weg. Ui! Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber hält. Also man merkt schon, man muss dann auch so ein bisschen wie bei Bridge Builder mit System bauen. Und hat hier natürlich noch die Schwierigkeit, die ist natürlich beim Bridge Builder jetzt nicht direkt so in der... sag ich mal, Art gibt, dass es sehr, sehr instabil ist und es kann nicht brechen, aber es wackelt ganz schön. Ah, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Yeah, Gratulation. Puh, also abstützen ist eines der Geheimnisse anscheinend, wie es aussieht. Thank you, thank you. Puh. Und wir haben gleich zwei was. Flying Machine und Ivy Towers. Hm. Na dann, versuchen wir uns doch mal an der Flying Machine. Bin ich ja gespannt, was es damit auf sich hat. Ach nee. Was ist das denn? Collect. Ach, wieder ein Schild. Open the gates and fly monkeys fly. Okay, öffne die Türen und fliegt, meine kleinen Äffchen, fliegt. But don't forget about me, okay? Aber vergesst mich nicht, ja? Sincerely, Design Painter. Mit freundlichen Grüßen, der Schildermaler. Ja, und wie öffnet man das Ganze jetzt? Ballons. Und man muss dann wahrscheinlich... Ah, okay. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich. Hui! Fliegt, meine kleinen Äffchen! Fliegt! Und nun? Achso, da hoch. Und das bedeutet jetzt was? Ah. Flup. Na, komm her.
Ach, süß. Und da fliegt unser Konstrukt nach oben. Ah, das ist ja ein schöner Einfall mit den Ballons. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, süß. Toll. Das ist mal eine schöne Idee. Kann ich auch verstehen, warum das so dieses kleine Spiel auch sehr viel Anklang gefunden hat. Ist jetzt vielleicht nicht grafisch so der krasseste Half-Life-Engine-Mod, den es gibt oder sonst irgendwas. Oder basiert jetzt nicht auf der Unreal Engine. Ist aber sehr süß gemacht. Und auch schon wieder so ein bisschen Trickfilm, sag ich mal. So, was haben wir denn hier? Grünlinge. A new species of Gubo. I must say, they look quite beautiful. Eine neue Spezies von Gubo. Sie müssen, sie sehen sehr wunderschön aus. Maybe they have commitment anxiety. I'm not sure. Commitment. Ah, okay. But it looks like they can be easily detached from each other. Also sie können wieder voneinander entfernt werden, wie es aussieht. Also man kann, man kann sozusagen das Konstrukt dann zerstören und weiterbauen. Bis man dann oben ist, wahrscheinlich. Die haben ja anscheinend ihre eigene Sprache, die kleinen Gubelchen. Scheinen sich ja untereinander sehr gut zu verstehen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was man damit machen kann. Und man kann dann natürlich auch so ein bisschen die Schwerkraft ausloten. If Gooballs fall into a well 10 meters deep and climbs up 3 meters each day, but slides down 2 meters at night, will he still look fabulous in the morning? Okay. Maybe, if he were to brace against the walls as hard as he could and believe in the power of friction, he could leave the ground behind. Your friend, Design Painter. Also hört sich zuallererst mal an wie eine Mathematikaufgabe, aber ist natürlich nicht so gedacht. Es ist nur ein kleiner Scherz, wie wir gelesen haben. Und wir basteln uns dann mal weiter nach oben. Sieht aus wie ein Kraftwerk. Ist wahrscheinlich auch diese Who Corporation Dingsbums. Und die Macher, beziehungsweise einer der Macher dieses Spiels, das sind glaube ich nur ein, zwei Mann, die das hier gemacht haben. Die haben auch ein neues Spiel, dessen Trailer sehr interessant aussieht und da werden wir vielleicht auch noch ein kleines Let's Test mitmachen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich immer mal so ein bisschen die Indie-Games zocke, aber die müssen ja auch so ein bisschen von was leben und sind ja oftmals gar nicht so schlecht. Also es gibt ja sehr schöne Indie-Games und es gibt ja teilweise auch richtig tolle Ideen. Ich hoffe, einiges haben wir ja schon gezeigt an nicht so bekannten Spielen. Aber sind natürlich tolle Sachen dabei, auch lustige Sachen, vielleicht die auch nicht so lange immer dauern, aber einen trotzdem fesseln können. Ja, das neue Spiel heißt, glaube ich, wie war das? Little Inferno. Ist bestimmt auch ganz interessant. Werden wir vielleicht auch mal schauen, ob es davon eine Demo gibt oder ob es davon eventuell sogar das Spiel relativ günstig zu erwerben ist. Also diese Indie-Games sind ja meistens nicht sehr teuer, so zwischen 5 und 10 Euro. Das kann man sich ja gerade noch so leisten. Und man hat natürlich auch einen Spielspaß, der, sag ich mal, mindestens 4 Stunden anhält
Und wenn man dann auch nicht gleich immer weiterkommt, dieser kleine Frosch ist ja lustig, wenn man nicht immer gleich weiterkommt, ist das ja auch nicht so schlimm. Dann hat man ja noch länger immer was davon. Und hier sieht es so aus, als müssten wir das Ganze etwas weiter bauen, ohne runterzufallen. Fisty swore he would never be like those tadpoles that grow up and shoot colored gems out of their mouth. Okay, wird nie wie diese kleinen Frösche werden, die zum Beispiel Diamanten aus dem Mund schießen. But he wondered what it might be like. Aber er hat sich immer gefragt, wie es wohl sein würde. Hier müssen wir bestimmt die Brücke immer etwas mit solchen roten Luftballons stabilisieren, dass das Ganze uns nicht abstürzt. Uhuhu. Weil hier unten sieht es doch sehr stachelig aus, wie man sieht. Und da wollen die Gu-Bälle bestimmt nicht rein, schätze ich jetzt einfach mal. Oh, es neigt sich hier schon wieder dem Ende zu. Wie viel haben wir denn jetzt? 3? Hui! Das Ganze darf auch anscheinend nicht zu hoch werden. Na, hier wollte ich den noch hin. Ah, und die... Na, das wollte ich jetzt nicht. Die Ballons lassen sich aber anscheinend auch so ein bisschen... Oh. Versetzt anbringen. Wow, wow. Ja, da sticht's dran. Ist aber schlecht. Puh. Komm. Ah, das ist gar nicht so einfach, da die richtige Balance zu finden. Ballons, ne? Schon wieder ein Wortwitz. Die Balance mit den Ballons zu finden. Wie viel müssen wir denn? 6? So, und wo? Wo haben wir denn noch welche? Einen. Aber wie soll man das denn auch anders machen? Ha. Ich hab doch nur so wenig. Mehr Gu-Bälle habe ich doch gar nicht. Das reicht doch. Reicht doch nur für diese kleine Brücke. Fisty Frog. Fisty's Frog. Ja, kriegt hier hinten sozusagen die Gu-Bälle in seinen Po geschoben. In den Pöter. Aber wie soll das denn gehen? Hoho. Achso, das ist hier wieder so ein Luftballon. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Na, ich will doch gar keinen Luftballon haben. Meine Güte. Wollte ich doch jetzt gar nicht, Leute. Man muss das Ganze meistens etwas schnell wieder ausgleichen, wie man sieht. Jetzt ist einer geplatzt. Oh, jetzt sind alle geplatzt. Nein, alle nicht, aber es sind einige geplatzt. Oh. Das ist aber auch, man kriegt die teilweise gar nicht so, wie man sie gerne haben möchte. Und jetzt ja, habe ich sowieso nicht mehr genug. Bupp. Klar, wir können jetzt auch immer die Schritte zurückgehen, aber das lohnt sich nicht. Wie machen wir das denn nur? Stabilisieren wir hier einfach nochmal die Kante ein bisschen?
fliegt natürlich auch gleich so hoch. Muss natürlich auch gleich übertreiben. Ah, da können wir ja nochmal zurückgehen. Denn der eine Guba hin, der hier ins Wasser gefallen ist? Den brauche ich vielleicht noch. Leute! Huch! Ah! Da habe ich aus Versehen so ein Viech angeklickt. Das sollte natürlich jetzt nicht so sein. Ah, das stabilisiert sich hier. Aber die Ballons zählen nicht, wa? Verdammt, ich dachte, wir könnten jetzt so ein bisschen tricksen und hier noch so einen Ballon abmachen und den mit durchbringen. Aber das geht natürlich nicht. Verdammt. Gebilde. Quark. 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 Joghurt. Zwischendrin wenigstens auch den richtigen Gubo erwischen würde, den man auch haben will. Und nicht einfach, ja, der ist mir jetzt natürlich reingefallen. Und nicht einfach irgendeinen, dann wäre das natürlich sehr vorteilhaft. Aber das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit dieses Levels dann, dass man nicht immer den Ball erwischt, den man auch gerade nehmen wollte. Das Ganze auch ohne Ballon stabilisiert drüber bringen. Hui, da haben wir es ja geschafft und ist trotzdem immer mal ganz aufregend hier. Und der Frosch freut sich ja richtig einen Ast ab, wie man sieht. Quark. So, wo können wir denn weiter? Der Tumbler oder Tower of Goo? Dann gehen wir mal in den Tower of Goo. Ui! Das sind aber viele Wuslinge. Aber es wird wahrscheinlich auch ein recht hohes Konstrukt werden. Go as fast as you can, they are stronger than you think. They will have to work together to climb very high. A real tower of goo. Also müssen alle zusammenhalten, sind stärker als man denkt. Einige von ihnen felt they had done something like this a long, long time ago. Also sie fühlten sich so, als hätten sie es schon mal lange, lange Zeit vorher gemacht. But things were more experimental back then. Sind jetzt mehr experimentell. Der Schilder. Maler. So, und dann werden wir jetzt hier gleich mal anfangen, unser Konstrukt unten schon ein bisschen zu verstärken. Wie gesagt, es hat ein wenig was vom Bridge Builder. Hm.
muss natürlich auch mal sehen, dass man dann die Balance einigermaßen hält. Die dann hier gerade den Bach runterging. Die Musik ist natürlich auch sehr motivierend, hier schnell zu machen. Hat so ein bisschen was von Zirkusmusik so. Wenn das nicht so instabil wäre teilweise. Jetzt müssen wir das Ganze wieder rüberziehen. Sozusagen ein Gegengewicht aufbauen. Es schaukelt auch immer so. Dieses Schaukeln macht das Ganze auch immer schwierig auszubalancieren, weil man nie weiß, wohin der jetzt als nächstes kippt. Ah, jetzt hängt er natürlich hier. Tja, aber kriegen wir denn das 26 noch dahin? Oder kippt das Ding jetzt immer wieder um? Ich glaube, wir haben es jetzt so ausbalanciert, dass es ständig nur noch umfallen wird. Wie hoch ist denn das noch? Oh mein Gott. Das ist immer höher geworden, oder? In letzter Zeit. Fühlt sich jedenfalls so an, als wäre es immer höher geworden. Je höher wir bauen, desto höher wächst dieser Turm. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Ah, da können wir gleich nochmal von vorne anfangen. Ich merke es schon. Sagt's doch. Es regnet Kubelle. Vielleicht kann man das tatsächlich einfach mit einem normalen Turm ausbalancieren. Weil ja da stand, sie sind stärker als du denkst. Oh. Oh. Ja, wohin, wohin? Und da liegen sie wieder. Vielleicht müssen wir es auch pyramidenförmig versuchen. Dass man dann langsam pyramidenförmig nach oben arbeitet. Ich meine, mit so einem dicken Grundgerüst, wie wir jetzt eh haben, dadurch, dass es umgefallen ist, können wir natürlich auch höher bauen, bevor es umfällt. Es wird ganz pyramidal. Ich will ja nichts beschönigen, aber es wird die tollste Pyramide, die wir je gebaut haben. Bisschen Stabilisatoren ran basteln. Wenn es nicht so wackeln würde, wäre es einfacher. Diese kleinen Wuseldinger, ich bilde mir irgendwie ein, dass das durch die auch ein bisschen instabil wird. Aber das kann auch einfach nur Einbildung sein. Es schwankt schon wieder so unheimlich. Ha ha ha!
Achter. Also es scheint ihnen noch Spaß zu machen. Und wir sind etwas vom Wege abgekommen. Aber das Gute ist ja, das Rohr saugt uns ja an, wie wir gemerkt haben. Nein, jetzt fällt er um. Nein! Das sah doch schon ganz gut aus eigentlich. Naja, was heißt gut, aber es sah doch schon gar nicht so schlimm aus. Naja, dann fangen wir nochmal mit einem Stützgerüst an. Wir haben ja genug Bälle, wie es aussieht. Ist natürlich auch fies, dass die Welt hier rund ist. Das heißt nämlich, das wird dadurch noch ein bisschen instabiler, aber ist ja auch in Wirklichkeit so, die Welt ist keine Scheibe. Jedenfalls laut Wissenschaft. Was andere Leute dazu sagen, weiß man nicht. Ist ja auch lustig, wenn dann Kirchen teilweise wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stellen, obwohl man es vom Weltraum aus schon sehen konnte, dass die Welt keine Scheibe ist. Und dann irgendwann 2000 rum dann doch mal sagen, wir sprechen dann Galileo Galilei von den Sünden frei. Haben uns da jetzt anders entschieden. Ist zwar auch ganz nett, mal einen Fehler zuzugeben, aber schon sehr spät. Also es war ja alles schon bewiesen, hätte man sich früher dazu entscheiden können. Aber es gibt ja Leute, die geben ungern ihre Fehler zu. So wie wir hier uns gerade wahrscheinlich verzetteln und ein bisschen zu viele Gu-Bälle benutzen. Aber man kann nie genug Bälle benutzen. Glaube ich. So, jetzt komm her. Komm her! Ich glaube, die können nie direkt mit dreien verbunden sein. Gehen wir noch zwei. Wird es wieder instabil oder hält es diesmal etwas länger durch? Vor allen Dingen, wie hoch müssen wir denn noch? Ach, unendlich. Unendlich müssen wir noch hoch. Aber es wackelt schon wieder. Wenn ihr es gemerkt habt, es wackelt schon wieder. Das ist kein gutes Zeichen. Müssen wir hier oben auf jeden Fall dünner werden. Ich glaube, wir haben dann nachher am Ende nicht mehr genug Bälle übrig, um dann durchs Loch zu kommen. Also durchs Rohr. Ah, schön. Jetzt wird es auf jeden Fall angesaugt. Da hoffen wir mal, dass wir genügend Bälle noch übrig haben. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte es nicht nochmal machen. Aber es hat ja alles funktioniert. Und wir haben tatsächlich 33 durchgekriegt. Oh mein Gott. So. Kommen wir denn weiter? Tower of Gu, gut, das haben wir geschafft. Also hier oben hört es dann auf und wir müssen beim Tumblr weitermachen. Der Tumblr. Tumbel, Tumbel. Hui, da fallen wir wieder durch irgendein Rohr. Ach, und da haben wir wieder dieses nette Konstrukt. Ach, und es dreht sich hier. Wo müssen wir denn hin? Da oben. Obwohl es sich dreht sozusagen.
Bauen wir doch erstmal ein Rad. Oder sagen wir mal was radförmiges. Vielleicht wird es dann schneller und wir können dann nach oben irgendwie. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Wir drehen uns dann mit. So eine Art Hexagon. Wie gesagt, so eine Art. Das Gute ist ja hier immer an diesen Kugeln, kannst du ständig entfernen, einfach woanders hin tun. Jetzt bauen wir mal hier ein Stück weiter, weil dann dreht sich es nämlich auf diese Seite. Dann sind wir vielleicht gleich oben. Kommt schon! Ihr wollt mich doch verarschen! Ah, so, jetzt haben wir schon mal 6 collected. Gesammelt. Und jetzt dreht er sich wieder auf eine von den Seiten, wo wir schon ein bisschen weiter ran waren. War jetzt nicht so günstig. Ah, und wir haben es geschafft. Wunderbar. Gut, man muss sich nur so lange mitdrehen und so hoch bauen, dass man es dann auch irgendwann schafft. Sehr schön. Aber aufregend ist es doch. Auch wenn es jetzt nicht so ein Ballerspiel oder irgend so ein Survival-Game ist. Es ist doch sehr, sehr aufregend immer. Chain, oh, das hört sich schon wieder nicht gut an. Kette. Balance. Ach, ich kann da keine Balance halten. Schlafen alle? Ihr sollt nicht pennen. Hui, was ist das denn? Ein Felsen, der sich da dreht. The goobolds on this side didn't seem to like the goobolds over there on that side. Okay, also die mögen die anderen nicht. I don't know, they look the same to me. Ja, die sehen gleich aus. Totally delicious. Köstlich. Design Painter. Wo haben wir denn unsere Dingsbums? Ah, da. Und wir brauchen ja trotzdem wahrscheinlich die Gubelle von da unten. Weil wir ja sonst bestimmt nicht hoch genug bauen können. So, tasten wir uns mal etwas ran. Ich hoffe, das reißt uns hier nicht. Wo sind denn die anderen Grünen? Brauche ich jetzt gerade mal zur Unterstützung. So, ihr könnt wieder weg. Hep. So, na, jetzt ist natürlich die Frage, wenn die sich nicht leiden können gegenseitig, ist es dann eine gute Idee, die Gubelle von der anderen Seite auch noch mitzunehmen? Wir werden es gleich herausfinden, schätze ich mal. Vielleicht vernichten sie sich ja gegenseitig. Das wäre auch mal ganz lustig.
Obwohl die ja gar nicht kämpfen können, die haben ja keine Hände und nix. So. Ah, man kann ja auch immer nicht zu diesen Felsen drumherum bauen. Drumherum gehen, man verliert ja ständig die Gubälle, die springen ja einmal weg. Ah doch, die scheinen sich doch zu vertragen. Sonst hätten sie sich ja jetzt schon angefeindet, oder? So, das heißt, unsere grünen kleinen Männchen, die können wir ja abbauen. Apropos grüne Männchen, ne? XCOM. Gibt es demnächst auch wieder Let's Play. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt das Let's Test dann immer freitags hochlade, ob dann das Let's Play von XCOM vielleicht sogar schon durch ist. Jetzt haben wir hier einfach so ein Dingsbums gebaut. Sollte eigentlich nicht sein, aber naja, gut. So, jetzt müssen wir es wahrscheinlich so schaffen, hinzubekommen, dass dieser Kopf, der hier immer hin und her wackelt, eine gewisse Balance erhält. Und still stehen bleibt. Wie viel brauchen wir denn? 15? Okay, saugt's an. Wie viel haben wir? Come on! Ich glaube, das reicht gerade so. Oh, Gott sei Dank. Wir hätten auch noch einen von den Grünen mitschicken können. So, wunderbar. Und da neigt sich der Kopf hin und her. Ich finde diese Grafik ganz niedlich. Mal gucken, was wir dann als nächstes als Herausforderung haben. Bin ja auch mal gespannt, was es denn dann mit dieser Gu-Fabrik Out to the Bridge Builder. Also hier, oder an den Brückenbauer, an den Bridge Builder sozusagen, das Game. Ah, okay, sehe schon, wohin das führt. As the sun set over the last of the hills, one of the Gu-Bots seemed to say. Also als die Sonne hinter dem letzten der Hügel langsam unterging, sagte der eine Gubot, that life sure seemed like giant physics simulation. Das Leben scheint eine große Physiksimulation zu sein. But as he fell into the spiky death pit below, he knew it probably didn't matter. Aber als er in die spitzen Stacheln-Grube des Todes da unten fiel, da dachte er sich, es macht keinen, also das ist aber wahrscheinlich egal. Love, Design Painter, wer ist dieser mysteriöse, freundliche Schildermaler? Okay, und hier hinten ist ein kleiner Roboter. It says, hello, this is Mom. Are you there? Are you coming home? Also hier hinten scheint die Mom von den Gubellen zu sein. Ein kleiner Roboter, wie es aussieht. Naja, schauen wir mal, ob das so sehr viel mit dem Bridge Builder gemeinsam hat. Ich denke eher nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, dass wir dann auch drüben ankommen. Wir müssen ja auch mit Gegengewichten wahrscheinlich arbeiten. Vielleicht sieht man ja schon, was ich versuche zu machen. Ah!
genau das. Ich wollte eigentlich schon, dass es umkippt, nur sollte es da auch bis da drüben reichen. Hat es nicht ganz geklappt, müssen wir es nochmal probieren. Ich denke mal, das wird auch der einzige Weg sein, da die Brücke rüber zu bekommen. So eine Art Hängebrücke, Klappbrücke zu machen, die dann ausklappt nach unten. Dann noch mit dem Gewicht arbeiten müssen. Bauen erstmal hier unsere eigentliche Brücke, sag ich mal. Die dann nachher umklappen soll. Sagt uns auch immer noch, wie viele Meter wir noch haben. Wir müssen auf jeden Fall 8 rüberbringen. Ah, wieder knapp vorbei. Und es klebt am Felsen fest. Naja, wir können ja noch ein bisschen bauen. Ich denke mal, das mit dem Klappsystem ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Vielleicht schaffen wir es nochmal. Und wir sehen schon, es wird immer schwieriger, weil immer weniger Gubälle. Und wir versuchen es einfach nochmal. Verdammt, muss doch irgendwann mal klappen hier. Kann aber nicht wahr sein. Ich meine, wir haben jetzt schon so ein riesiges Gegengewicht gehabt. Da muss es doch einfach mal gehen. Und ich denke mal, dass, wie gesagt, mit diesem Klappsystem wird es bestimmt schon nicht schlecht sein, das so zu machen. Wir müssen uns nur ein bisschen näher wahrscheinlich ranarbeiten an das Ganze. So, und das natürlich ein bisschen schöner absichern. So, jetzt haben wir das schon einigermaßen safe. Na, es wackelt schon ganz schön, wie man merkt. Falsche Richtung. Verdammt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Komm zurück. Habt ihr denn kein Ehrgefühl und wollt diese Brücke hier beenden? Ah, fast. 5 cm. Gefühlte. Ich hoffe, da drüben liegen auch noch 8 Bälle oder so. Weil selbst wenn wir es jetzt fertigstellen und das Ding klappt wieder um, was es ja eigentlich auch soll, aber auch in der richtigen Länge. Ja, komm! Ja, komm!
Aha, Gott sei Dank. Aber stimmt, wir haben es ja noch nicht geschafft, indem wir die nur erreichen. Wir müssen ja auch noch zu dem Rohr. Ach, Leute, was macht ihr denn nur mit mir? So, wie viel haben wir denn noch übrig? 3, ja? Ja, einmal verbaut und noch 3 übrig. Dann bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, als das Ganze nochmal zu machen. Und ich bin überhaupt nicht aufgebracht, deswegen. Nein, ich spreche nicht extra durch meine Zähne, damit es klingt, als wäre ich sauer. Ich bin sauer. Come on, sage ich da nur. Aufgeregt? Come on. Ich verschwende wahrscheinlich auch zu viele. Also jeder Statiker würde mich wahrscheinlich auch auslachen, was ich jetzt hier mache gerade. Aber irgendwo muss man ja anfangen, ein bisschen Stabilität in das Ganze reinzubringen. Und es soll ja nachher auch in die richtige Richtung umfallen und nicht wie vorhin schon die ganze Zeit in die falsche Richtung. Schon wieder. Das gibt es doch nicht. Was mache ich denn falsch? Bridge Builder, Bridge Builder. Wie war das denn immer? Was haben wir denn im Bridge Builder gemacht? Gut, da hatte man meistens auch so Fixpunkte, wo man sich verankern konnte. Haben wir hier leider nicht. Müssen wir uns selber basteln, die Fixpunkte, wo wir uns verankern können. Bleibt uns ja nur da übrig, dann zwischendrin immer mal mit so einem Hexagon zu arbeiten. Was vielleicht doch ein bisschen stabiler wird. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt, wenn man das Ganze dann hier immer in der Mitte nochmal stabilisiert oder zu stabilisieren versucht. Ob das dann auch so einen Effekt hat, so ein Bridge-Builder-Effekt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde diese Musik auch sehr motivierend irgendwie, da weiterzubauen. Es sagt immer so patriotisch, komm, du schaffst es. Du kannst diese Brücke bauen. Die Goose verlassen sich auf dich. Du wirst es schaffen. Du bist der beste Brückenbauer aller Zeiten. Erinnere dich daran, wie es früher war. Oh, Tatsache! Yes! Baby! Schickedelic! Oder so ähnlich. Jetzt kommt schon! 8 haben wir doch, oder? Geht nach Hause zu eurer Mom! 21 von 8 war mal gar nicht mal so schlecht, aber wir haben ja auch lange genug gebaut. Sehr abenteuerlich und wir haben auch einen, der noch hinterherkommt, wie es aussieht. Sehr, sehr abenteuerliches Konstrukt. Also wie gesagt, das Ganze heißt World of Boo und wir gucken mal, ob wir noch ein Level haben oder ob es dann schon aufhört. Recruit. Station Pumping Station. Ja, das reimt sich wahrscheinlich auch mit Absicht. Hui, was passiert denn hier? Wir sollten vielleicht das Schild lesen. The last of the Goobots didn't seem to know that they were extremely delicious. Oh, die letzten, die wussten nicht, dass sie sehr lecker waren. Oh, about the nature of the smelly pit in which they found themselves. Und sie auch nicht über die Natur sind sie sich bewusst dieser stinkenden Grube, in der sie sich befinden. They said something about this being the last level of the first chapter, das letzte Level des ersten Kapitels. Whatever that means. Was immer das bedeutet.
genau, das, es schwimmt alles hier sozusagen. Wir müssen dann die Balance finden, dieser Pampe. So. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Nach oben? Ja, nach unten wäre wahrscheinlich auch zu einfach, ne? Also das Schöne ist ja, wir haben wieder diese grünen U-Bällchen. Heißt das, wir müssen uns eigentlich so eine Art Schiff bauen, ne? So eine Art Station, das dann schwimmt. Auf dem wir dann unsere Balance halten können. Ja, es ist ja immer sehr auf Balance auch ausgelegt hier. Ich habe immer Angst, dass uns das Ganze gleich umkippt. Aber wir haben ja auch genug Bälle, beziehungsweise, die fällt mir gerade so ein, die können doch eigentlich klettern, ne? Diese grünen. So, die müssten ja jetzt hier zwischen diesen Magenwänden hängen bleiben, wenn ich die hier veranker. Oder? Geht das? Täusche ich mich? Oder funktioniert das? Dann scheint schon jetzt nicht mehr so zu schunkeln. Also für mich sieht es ja aus wie ein Magen. Magen-Darm-Trakt. Und wir müssen da wohl ganz hoch. Ach, und das sind hier solche Röllchen. Die transportieren die Gubälle so ein bisschen nach oben, habe ich das Gefühl. Ah, da geht's los, wie es aussieht. This is the highest point on the entire island. As the sun rises, you can almost see forever. But I wonder that you might see if you floated a little higher. Well, meet again, Design Painter. Okay. Wo müssen wir denn hin? Ganz nach oben? Wo sind eigentlich die restlichen hin? Ah, man kann sie aufheben, das ist ja schon mal ganz gut. Sind zwar runtergefallen, aber man kann sie auch hier hochbringen. Und ich denke mal, die müssen auch hier stehen, sonst wird das nichts. So, jetzt müssen wir das Ganze wahrscheinlich ein bisschen verankern, hier oben wieder. Und können dann die da unten nachziehen. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Kraftwerk-Level, wo man dann auch mit diesen Grünen da diese zwei Punkte hochklettern konnte. So, und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich von hier unten noch ein paar Bällchen holen, die es nicht geschafft haben, immer hier vorbei an diesen Dingern. So, man soll also wahrscheinlich so hoch wie möglich gehen. Weil rechts und links kommt man ja nun mal auch nicht weg. Ach, das sind hier Ballons. Die das Ganze dann nach oben ziehen sollen, wie es aussieht. Ah, okay, verstehe. Es ist natürlich nur schwierig, wir gar nicht wissen, wie viele Bälle am Ende eigentlich übrig bleiben sollen. Oh, hier haben wir ein einsames Dreieck, das ganz alleine rumhing. Wollen wir noch ein paar hochholen? Aber wir holen jetzt einfach mal ein paar hoch und ich denke mal, das erste Kapitel hier abzuschließen
ist dann für das Let's Play, das Let's Test auch das Ende. Ihr könnt mir ja wie immer sagen, ob ihr das Let's Test auch irgendwann als Let's Play haben möchtet. Dann machen wir das gerne natürlich auch mal irgendwann als Let's Play weiter. Das können wir bei allen Let's Tests immer wieder gern machen. Da müsst ihr nur immer schreiben, ob wir da weitermachen sollen. Wir hatten jetzt Path of Exile gehabt, wir hatten Paddle gespielt. Wir haben die Beta von Don't Starve gemacht, von der ich bestimmt ein Let's Play 2013 dann irgendwann, wenn es keine Beta mehr ist, machen werde. Und wir haben jetzt World of Goo Let's Tested und Let's Playen momentan immer noch im Hintergrund. Also ich spiele jedenfalls noch im Hintergrund XCOM, weiß nicht, ob da noch Minecraft auch noch immer läuft, natürlich ab und zu mal, wenn ich dann gerade dazwischen bin, mal wieder ein neues Spiel zu kaufen, auszuprobieren, wird euch sicherlich auch das wieder Freude bereiten, hoffe ich doch stark. Und da sehen wir uns natürlich auch mit alten Bekannten wieder, mit dem Udo und den anderen Charakteren. Der Dieter kommt da bestimmt auch wieder mal mit. Und einige neue Pavel hatten wir ja auch schon. Der Pavel ist hier irgendwie. So, jetzt bin ich aber ja mal gespannt, ob wir abheben werden mit diesem ganzen Konstrukt oder nicht. Und da schweben wir und haben eine wundervolle Aussicht nach oben. Hui! Na, mal gucken. From very high up and with some totally huge new eyes, the Goobas could see very far. Und von sehr weit oben können sie sehr weit sehen. In every direction they could see unexplored new islands, each crawling with undiscovered new species of goo. The gameplay possibilities would certainly be endless. The Goobas hoped a brave adventurer would explore their new discoveries as they drifted higher and higher and higher. Okay, also noch unzählige Welten stehen bevor und die könnt ihr ja auch gerne selber spielen. World of Goo für die Wii, für PC, alles möglich zum Download, auch glaube ich auf Steam erhältlich. Ansonsten wie immer der Download-Link auch mit in den Beschreibungen und hier haben wir dann das Kapitel 2, was wir jetzt aber nicht mehr antesten können. Gefällt mir doch relativ gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Test. Bis dahin, tschüss!